Hier ruht Sergeant Jake Hobart, Armee der Vereinigten Staaten, erfroren in einem Unwetter am 10. Februar 1912. Die Sache gefällt mir nicht. Nichts daran gefällt mir. Mir auch nicht. Der Präsident hat recht, man muss es Ihnen sagen. Wenn wir es veröffentlichen, sind wir erledigt. Niemand will damit an die Öffentlichkeit. Entweder ist die Geschichte geheim oder nicht. Wir können diesen Leuten völlig vertrauen. Ich traue niemandem. Wenn die Presse von dieser Russenkiste Wind bekommt, geht das ganze Projekt hoch. Darüber machen wir uns erst Gedanken, wenn es passiert. Ja, aber Gott, ich glaube es einfach nicht, Jim. Ich darf das noch mal wiederholen. Sie sagen, dass ein Amerikaner auf der Insel Sverdlov ist und Sie können ihn nicht aufspüren. Wo liegt Sverdlov? Eine winzige Insel am Polarkreis. Jedes Land, das dort Forschungen unternommen hat, beansprucht sie als ihr Eigentum. Die Russen schicken regelmäßig Truppen rüber. Das ist nichts Ungewöhnliches. Und jetzt erzählen Sie uns, dass Sie diesen Mann auf Sverdlov verloren haben, möglicherweise an ein paar Russen. Ich habe Ihnen nur gesagt, es gibt eine Abweichung vom Plan. Unser Mann ist immerhin schon 4 Tage überfällig. Wieso konnten Sie uns das nicht handhaben lassen? Wir machen solche Sachen ständig. Der Mann musste Bergwerksingenieur sein. Was wollen Sie eigentlich von uns? Sollte es einen Zwischenfall geben, brauchen wir Ihre Unterstützung und Logistik. Wenn Sie mir jetzt folgen würden, Gentlemen. Also, ich verstehe nicht, wie wir in diese Klemme geraten konnten. Ich habe diesen Einsatz geleitet, Dale, und ich nehme die Schuld auf mich. Was ist das für ein Projekt? Das sizilianische Projekt. Wir glauben, dass es das optimale Verteidigungssystem ist. Ich weiß ja, dass Sie alle mit der Lasertechnologie vertraut sind. Darum geht es hier. Jedes Lämpchen bedeutet ein Kraftwerk. Wenn die Kraftwerke aktiviert werden, werfen sie Strahlen in den Weltraum. Diese Strahlen fächern aus und verbinden sich zu einem unsichtbaren Schirm. Sie bilden eine Mauer. Undurchdringbar für jede Rakete. Ist das jetzt noch Theorie, wovon Sie sprechen, oder schon Praxis? Es ist möglich. Es gibt nur einen Haken. Um dieses System funktionsfähig zu machen, brauchen wir eine starke, unabhängige Energiequelle. Der Erfolg des Projekts hängt davon ab, dass wir ein ganz bestimmtes Mineral finden. Byzanium. Byzanium? Noch nie was gehört davon. Nur wenige Menschen wissen darüber Bescheid. Und Sie glauben, auf Sverdlov gibt es Byzanium? Ja, das nehmen wir an. Darum ist unser Mann dort. Hoffen wir, dass Sie ihn wieder rauskriegen. Denn wenn die Russen ihn schnappen sollten, dann können wir in den nächsten 5 Jahren dem Kreml den Arsch küssen. Thank you.
Washington Zentrale, hier ist Wagen 23. Wir bitten Abschleppdienst zum Jefferson-Denkmal. Sie nennen das sizilianisches Projekt, ja? Ja, Genosse, so hat es der KGB genannt. Na gut, dann lesen Sie mir den Bericht nochmal vor. Die Amerikaner sind an seltenen Mineralien interessiert. Hat wahrscheinlich mit dem Unternehmen Star Wars zu tun. Aha. Codename sizilianisches Projekt. Die Amerikaner sind Meister in der Tarnung. Das Ganze ist, vielleicht ist es nur ein Bluff. Spielen Sie Schach, Margagni? Ich habe als Student ein bisschen gespielt. Wieso? Kennen Sie den Namen Isaac Boleslawski? Selbstverständlich kenne ich den. Er war ein großer Schachmeister. Ja, wahrscheinlich der größte von allen. Viele der bedeutsamsten Varianten dieses Spieles wurden von Isaac Boleslawski entwickelt. Und eine davon nennt sich sizilianische Verteidigung. Also gut, Margagni, lassen wir das. Wir sehen uns morgen und reden darüber. Wissen Sie, gäbe es nicht diesen Dirk Pitt, dann stünden wir wieder ganz am Anfang. Und dieser Bergwerksingenieur würde tot auf einer russischen Insel liegen. Wer ist Dirk Pitt? Urplötzlich steckt er mitten in diesem sizilianischen Projekt und ich kenne nicht mal seinen Namen. Er war mal bei der Navy, hat seine Zeit abgedient und seitdem haben er und ich eine ganze Reihe von Problemen erlebt. Er arbeitet für Sie? Nicht ständig. Manchmal ja, manchmal nein. Kommt ganz auf den Job an. Wenn es eine Sache gibt, die restlos verfahren ist, wird er sie annehmen. Andernfalls lehnt er ab. Er macht's also nur, wenn es ihn interessiert. Ja, so ist es. Ich bitte um Verzeihung, Admiral, aber der Bursche scheint echt schwierig zu sein. Hey, willkommen zu Hause. Schön, Sie zu sehen, Dirk. Hallo, Jim. Hey, wir brauchen eine Tragbare. Wo wollen Sie hin? Ich will mir den Mann ansehen. Das hat Zeit. Und wie geht es ihm? Beschissen. Er hat ein solches Loch im Körper. Wir haben ihn notdürftig geflickt, bevor wir Norwegen verlassen haben. Aber er ist schwach und voll mit Drogen. Er kann doch sicher reden. Ich muss ihn ein paar Dinge fragen. Vielleicht haben Sie mich nicht richtig verstanden. Wir müssen diesen Jungen ins Krankenhaus schaffen, und zwar so schnell wie möglich. Schon gut. Kommen Sie, Team. Die Mine ist demontiert worden, sagt er. Er ist sicher, dass dort Byzanium gefunden wurde. Sie haben 500 Pfund, vielleicht sogar eine halbe Tonne von dem Zeug rausgerufen. Demnach müssen die Russen es haben. Nein, er sagt, die Amerikaner haben dort abgebaut. Er hat Werkzeug gefunden und Abbaugeräte aus Fabriken in Colorado. Und ein Exemplar der Rocky Mountain News, datiert aus dem Jahre 1911. 1911? Und eine Leiche haben wir entdeckt, steif gefroren wie ein Brett. Jemand hat auf Kistenholz seinen Namen eingebrannt und es bei dem Toten gelassen. Hier ruht Sergeant Jake Hobart, Armee der Vereinigten Staaten, erfroren in einem Unwetter am 10. Februar 1912. Wollen Sie behaupten, dass die Armee 1911 einen Mann dahin geschickt hat, um eine halbe Tonne Byzanium zu holen? Ich behaupte hier gar nichts. Ich habe nur wiederholt, was ich von Copland weiß. Washington Star, Baker am Apparat. Hi. Hi. Was ist denn passiert, hm? Ich habe dich schon vor Stunden aufgegeben. Oh, ich wurde ein wenig aufgehalten. Bitte entschuldige. Der Ausdruck in deinem Gesicht gefällt mir nicht. Du siehst aus, als hätte man dir deinen Lutscher geklaut. Ich wünschte, ich könnte es dir erzählen. Gib mir nur die Schlagzeilen. Lass Namen und alles Übrige weg. Leider kann ich nicht mal das. Und ich, dummes Ding, hab dich für einen soliden Jungen gehalten. Wissenschaftler und Gelehrter. Um sechs zu Haus, Pfeife und Pantoffeln. Und jetzt stellt sich raus, du bist ein großer Geheimnisträger. Sehr witzig. Das soll's auch gar nicht sein. Ich finde das traurig. Ich auch. Ich habe 5 Jahre Arbeit in den Sand gesetzt. Hast du schon mal von einem Dirk Pitt gehört? Wer? Dirk Pitt. Klingelt was? Nein, ich wüsste nicht. Warum fragst du? Auch nur so. Ich habe ihn eben kennengelernt. Ist nicht weiter wichtig. Ich hätte nicht gedacht, dass du mal wieder Zeit für mich hast.
Du musst den Wurm an den Haken machen. Oh. Ich lehne diese Arbeit ab. Was für eine Art Superangler bist du eigentlich? Ich bin als Angler absolute Spitze. Ich kann nur das Würmchen nicht an das Häkchen stecken. Hier. Oh. Hoho, Ähnlichkeit mit dir. Ich lach später. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich habe dich beschwindelt. Um was geht's? Um Dirk Pitt. Ich kenne ihn nämlich. Ich bin ihm begegnet, als ich nach Washington kam. Er war beim Geheimdienst der Navy. Wieso hast du so getan, als ob du ihn nicht kennst? Ich weiß nicht. Deine Frage hat mich irgendwie überrascht. Ich habe lange nichts mehr von ihm gehört. War was zwischen euch? Nein. Nein, er hat sich's zwar gewünscht. Aber ich bin nicht mit ihm klargekommen. Der Mann steht ja ständig unter Spannung. Und was heißt das im Klartext? Naja, dieser Typ ist furchtbar anstrengend. Dirk Pitt. Es gab doch mal so einen berühmten Piratenkapitän. Ob er von dem abstand? Sag mir, dass das nicht wahr ist. Das kann doch nur ein Scherz sein. Woher hat er gewusst, dass wir hier sind? Ich hab's ihm gesagt. Brillante Idee. Das nächste Mal können wir ihn ja gleich mitnehmen. In den Hobart-Akten erscheint der Name Brewster, Arthur Brewster, ein Hochstapler, aber auch ein Experte für Bergbau. 1910 hat er auf der Insel Sverdlov Byzanium entdeckt und es sofort der amerikanischen Armee angeboten. Schon damals hat man erkannt, dass es militärischen Zwecken dienen kann, also bekam er Geld und Techniker. Er charterte einen norwegischen Walfänger und das Schiff brachte ihn, Brewster, Jake Hobart, Werkzeug und einige Bergleute zur Insel. Man einigte sich darauf, wann das Schiff sie abholen sollte mit dem Byzanium. Funktionierte das? Ja, das Schiff holte sie auch pünktlich wieder ab. Doch dann kamen die Probleme. Zwei Tage nach Verlassen von Sverdlov bemerkten sie einen russischen Kreuzer, der sie beschattete. Brewster ließ sich nicht beirren. Der Walfänger setzte die Truppe ab, an der Küste von Schottland, nördlich von Aberdeen, und die Reise ging zu Land weiter. Laut Plan sollte das Erz nach Southampton transportiert werden und dann mit einem Handelsschiff nach Amerika. Haben Sie es geschafft? Ja, sie haben sich nicht schlecht geschlagen. Die Russen machten ihnen die Hölle heiß. Es war eine einzige große Ballerei, den ganzen Weg von Aberdeen nach Southampton. Irgendwie hat Brewster es geschafft und er hatte das Erz bei sich. Was wurde aus seinen Begleitern? Alle tot, bis auf einen. Einen gewissen Southby. Diesen Mann meinte Brewster, als er in seinem letzten Bericht an die Army bemerkte, dank Gott für Southby. Und was weiter? Er packte das Erz in einen Tresor und so kam es in den Laderaum eines Schiffes. Tja, und am 10. April 1912 ist das Schiff ausgelaufen. Von Southampton nach New York? Richtig. Brewster trat den Heimweg auf der Titanic an. Schön dumm sehen wir aus. Da haben wir 5 Jahre in Forschung und Entwicklung investiert. Und am Ende stehen wir wie die Anfänger da. Wir brauchen eine Wagenladung von einem seltenen Mineral, das wir seit vielen Jahren gesucht haben. Und wo liegt es nun? Es liegt auf dem Boden des Atlantik. Aber zumindest wissen wir jetzt, wo es ist. Sein Lageplatz ist uns nicht mehr unbekannt. Es wartet nur darauf, dass wir es holen. In einer Tiefe von 2 Meilen. Wir können keine Taucher runterschicken. Bei diesem Wasserdruck kann niemand arbeiten. Wie stellen Sie sich das vor? Das stimmt, Sir. Wir können keine Taucher zur Titanic schicken. Das bedeutet, es gibt nur eine Alternative. Und die wäre? Wir gehen nicht zum Berg, sondern der Berg kommt zu uns. Soll das etwa bedeuten, wir sollen die Titanic heben? Ja. Lässt sich sowas machen?
Kann man ein Wrack aus dieser Tiefe bergen? Es ist noch niemals gemacht worden, natürlich, das ist mir klar. Aber vor einigen Jahren haben wir auch dieses Atom-U-Boot gehoben. Das war dagegen nur ein Ruderboot und lag bei weitem nicht so tief, mein Lieber. Ich habe nicht gesagt, dass es leicht ist. Die Chancen sind mies und die Kosten gewaltig. Aber es ist nicht unmöglich, Sir, falls wir je die Hilfe der Navy bekommen. Und was ist, wenn Sie die Unterstützung der Navy bekommen und die nötigen Geldmittel auftreiben? Dann haben wir eine Chance. Es gibt viele Probleme und noch mehr Risiken. Wir haben U-Boote, die so tief runtergehen können. Wir wissen nur nicht, für wie lange. Es existieren Boote, die sogar noch tiefer tauchen können. Sie sind nur noch nicht vollständig getestet. Jede Fahrt wird demnach zum Glücksspiel. Aber wenn wir Glück haben, können wir die Gefahr eines Atomkriegs beseitigen. Was meinen Sie, Jim? Ja, wäre eine große Sache. Die gewaltigste Bergungsaktion, die es je gegeben hat. Dirk sagt, er kann es organisieren. Also versuche ich beim Präsidenten, die nötigen Mittel dafür zu bekommen. Wobei wir wieder beieinander sind, Captain Pitt. Ja, Jim hat recht. Ich finde den Auftrag so gigantisch, dass es mir den Atem verschlägt. Diese Chance, in die Geschichtsbücher zu kommen, lasse ich mir nicht entgehen. Hast du ein bisschen Zeit für einen alten Freund? Das ist ja nicht zu fassen. Meine Güte, woher kommst du denn? Von oben. Ich habe mit allem Möglichen gerechnet, aber dass du wie aus heiterem Himmel hier auftauchst. Komm mit, trinken wir irgendwo einen Kaffee. Tut mir leid, ich habe keine Zeit, ich bin spät dran. Ich habe hier bloß einen Bekannten abgesetzt, weißt du? Gene Seagram, hm? Ja, ja. Er ist nicht gut genug für dich. Der war noch nie ein Mann gut genug für mich, noch nicht einmal du selbst. Und ich habe recht. Verrückt. Du siehst fabelhaft aus. Danke, danke. Du siehst auch gut aus. Sag mal, wolltest du nicht Washington längst verlassen? Also, was machst du hier? Oh, ich langweile mich und faulenze. Du und faulenzen? Du wolltest doch mal die Welt verbessern. Ja, das ist 5 Jahre her. Da sie sich sträubte, habe ich damit aufgehört. Du gibst auf, das glaube ich nicht. Das kannst du mir glauben. Tja, ich muss jetzt gehen. War schön, dich zu sehen. Bis bald. Leb wohl. Mach's gut. Merkwürdig. Sie sehen gar nicht aus wie ein Wissenschaftler. Wie soll ein Wissenschaftler denn aussehen? Keine Ahnung, aber ich finde, Sie sehen ein bisschen wie ein Tennisprofi aus der Provinz aus. Oder wie ein gehobener Versicherungsvertreter. Fein, da sind wir quitt. Ich hätte nie geglaubt, dass Sie ein Pirat sind. Er kommt zurück. Das hat nicht lange gedauert. Nein. Nein, sagen dauert nie lange. Irrtum. Ja, sagen dauert auch nicht länger. Ach ja? Na, wir werden sehen. Wir können das dann mit den Übrigen besprechen. Wir haben für morgen Nachmittag eine Sitzung einberufen. Wir haben grünes Licht. Dirk? Dirk Pitt?
Schön, dich wiederzusehen. Auch wenn du eine Matratze trägst, ich hab dich gleich wiedererkannt. Ja, soll warm halten. Sie haben mich gewarnt, dass du diese Operation leitest. Hat er Ihnen schon gesagt, was wir diesmal jagen? Noch nicht, er ist doch der große Schweiger. Macht auch nichts, ist schon gut so. Ich schaue gleich hin, ich werde den Kaffee heiß halten und ihr löst die haarigen Aufgaben. Wie kommst du denn darauf, dass der Job haarig ist? Oh, was sonst wohl? Wo du auftauchst, gibt's immer Ärger. Entschuldigung, das ist Dr. Seagrim, Captain Joe Burke und Master Chief Walker. Doktor? Freut mich. Tag, Doktor. Ist wirklich beeindruckend. Ja, wir haben hier hübsche Spielsachen. Ich habe mir überlegt, dass ich die Dinge dadurch beschleunige, dass ich alle wichtigen Daten in meinen Computer eingebe. Ah ja, das klingt ja ziemlich interessant. Gut. Sie erreichen mich jederzeit über Admiral Sandekers Büro. Fein, fein. Entschuldigen Sie mich jetzt bitte, Gentlemen, ich habe vor dem Mittagessen noch viel zu tun. Wir sehen uns nachher, Doc. Ja, ist in Ordnung. Mach's gut. Also klären wir gleich mal ein paar Dinge. Hier hat Captain Burke das Kommando. Er ist ein hervorragender Marineoffizier und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er Ihre Hilfe braucht. Und nun zu mir. Ich habe diesen Job unter zwei Bedingungen angenommen. Erstens, dass ich alleiniger Leiter der Bergungsoperation bin und zweitens, dass Sie mir nicht dazwischenreden. Würden Sie sich das bitte merken? Wenn Sie mich wütend machen wollen, dann vergessen Sie es. Dafür ist das Projekt zu wichtig. Sehr gut. Das ist nach meiner Meinung. Der damals größte und modernste Luxusliner der Welt, die Titanic. Wo liegt sie jetzt und wie können wir sie heben? Das ist unser Problem. Diese Linie hier markiert den Kurs. Eine Südwestroute von Southampton bis zu ihrer letzten gefunkten Position. Breite 41 Grad, 46 Minuten Nord. Länge 50 Grad, 15 Minuten West. Dort ist sie gesunken. Haben die Rettungsschiffe nicht widersprechende Positionen gemeldet? Ja, das stimmt. Sie erkennen es deutlicher hier auf dieser Vergrößerung. Die Titanic hat geglaubt, sie ist hier. Carpathia meldete sie hier und Mount Temple dort. Also wird unser Ausgangspunkt hier sein, genau in der Mitte dieses Dreiecks. Das heißt, wir sind so oder so auf dem Spielfeld. Der Ärger ist nur der, Sir. Wir haben ein verdammt großes Spielfeld. Außerdem liegt es 2 Meilen unter Wasser, vielleicht noch tiefer. Alles in dieser Tiefe ist von Geheimnissen umgeben. Das Wrack könnte 2 Meilen von der Stelle entfernt liegen, wo es gesunken ist. Oder 10. Hoffen wir das nicht. Dr. Silversteins Gruppe wird die Ortung übernehmen. Unsere Tiefseeboote werden in konzentrischen Kreisen den Grund um diesen Punkt herum absuchen. Ich möchte noch einmal die Wichtigkeit der totalen Geheimhaltung betonen. Nur die unmittelbar Beteiligten sind über dieses Unternehmen informiert worden. Die gesamte Operation untersteht der Kontrolle durch den Chef der Spezialeinheiten der US Navy. Noch weitere Fragen, Admiral? Gut, ich danke Ihnen, Gentlemen. Das war alles. Wir haben alle Unterlagen von der White Star Line bekommen. Technische Daten und eine komplette Konstruktionszeichnung. Gut. Was ist mit der Crewliste? Die liegt auch vor. Es kann durchaus sein, dass wir damit Glück haben. Einer der Überlebenden ist ein Mann namens Bigelow. Er war stellvertretender dritter Offizier, war verantwortlich für die Fracht und lebt noch. In England, in irgendeinem Ort in Cornwall. Wissen Sie, das ist schon merkwürdig. Unter meinem Hintern sind 5 Pötte weggeschossen worden, mehr als mir zustanden. 3 Pötte im Ersten Weltkrieg im Atlantik und die beiden anderen Pötte im Zweiten Weltkrieg. Aber das einzige Schiff, über das ich immer wieder ausgefragt werde, ist die Titanic. Und nun komme ich mit denselben Fragen. Ja, und Sie haben Glück, denn Sie sind beim richtigen Mann. Wie ich schon sagte, es war Frachtladeraum Nummer 9, D-Deck an der Backbordseite. Und Sie sind sich völlig sicher? Ja, absolut, Sir. Wir alle haben den Tresor gesehen, als er an Bord kam. Wir haben auch den Passagier gesehen, dem er gehört hat. Es ist unmöglich, den zu vergessen. Buschiger Bart und Augen wie ein Fuchs. Selbst wenn er mich nicht mit einem Revolver bedroht hätte, ich werde diesen Mann niemals vergessen. Das interessiert mich sehr. Sie haben gesagt, das passierte, als die Titanic schon sank? Die Rettungsboote waren bereits zu Wasser gelassen, nur halb besetzt, wie Sie wissen. Die Menschen kletterten überall verzweifelt herum. Es war ein Bild des Grauens. Ich war auf dem Weg hinauf zum Bootsdeck, um zu helfen, als dieser verrückte kleine Kerl auftauchte und mir einen Revolver vor die Nase hielt. Es stand darauf, dass ich ihn auf der Stelle zum Frachtraum Nummer 9 bringe. Und falls ich mich weigern sollte,
wollte er mich ganz einfach abknallen. Genau das hat er gesagt. Naja, ich war damals ein junger Bursche und wollte so lange wie möglich leben. Und deshalb führte ich ihn in den Frachtraum Nummer 9. Dabei stellte sich heraus, dass Nummer 9 als einziger von allen Frachträumen noch nicht überflutet war. Als wir dort eintrafen und der Mann sah, was er sehen wollte, da war er zufrieden. Wenn sich in meinen Albträumen der Untergang dieses Schiffes wiederholt, dann sehe ich immer den alten Mann mit dem Revolver vor mir stehen. Sie haben ihn also in diesem Frachtraum zum letzten Mal gesehen? Ja, so ist es. Er wollte nicht wieder rauf. Der Mann hatte bloß noch seinen Tresor im Sinn. Oh, ein riesiges Ding, an die 3 Meter hoch. Er streichelte das Ding freundlich, als wäre es ein Hund. Und dabei redete er mit sich selbst. Konnten Sie verstehen, was er gesagt hat? Er sagte immer das Gleiche, wieder und wieder. Dank Gott für... Southby. Dank Gott für Southby. Sie führen ein ziemlich einsames Leben hier. Gott stehe dem Mann bei, der nicht allein leben kann. Früher oder später enden wir alle im Einzelbett. Ach, da ist er ja, der Inhaber persönlich. Ich hatte die schon aufgegeben. Was darf's denn sein? Whisky oder ein Peinchen, bitte. Einen Moment, Sarah. Das ist Sarah Martindale, eine Frau mit Persönlichkeit. Eine Schönheit mit einem warmen Herz. Und das ist Captain Pitt von der Marine der Vereinigten Staaten. Pensioniert, so wie ich selbst. Ein hübscher junger Pensionär, das hat man selten. Vorsichtig, lass die Finger von ihm, Sarah. Und gib uns 2 große Pink Gin. Volles Maß und knausere nicht mit dem Angostura. Aye, aye, Sir. Sarah trägt dick auf. Aber in Wahrheit hat sie fürchterliche Angst vor Männern. Ich? Ein paar von ihren besten Freunden im Ort haben den Verdacht, dass sie noch Jungfrau ist. Oh, du meine Güte. Ganz schön frech, der Kerl. Ja, kommen Sie mit aufs Achterdeck. Das ist meine kleine Titanic-Sammlung. Alles, was von ihr geblieben ist, außer meinen Erinnerungen. Was war sie doch für ein herrliches Schiff. Sie ragte so hoch aus dem Wasser wie einer von euren Wolkenkratzern. War länger als 2 Fußballfelder. Und so nobel eingerichtet wie die vornehmsten Paläste in England. Sie war auf der Welt einzigartig. Daran besteht kein Zweifel. Die kann nicht einmal Gott versenken, sagten die Leute. Und in nur 2 Stunden war sie untergegangen. 1500 Seelen folgten ihr in die Tiefe. Ich habe die Flagge abgenommen, bevor sie unterging. Und falls Sie sie wirklich wieder aufbringen sollten, dann binden Sie diese Flagge wieder da an, wo sie hingehört.
Zentrale, hier ist Deep Quest bei 8000 Fuß. Suchsektor 22. Sicht klar. Kontakte negativ. Ende. Hier ist Starfish auf 10.000 Fuß. Sonarsuche in Sektor 24. Kein Kontakt. Tiefe? 11.420. 2.500 Pfund Gewicht pro Quadratzentimeter. Irgendwann wird uns dieser Wasserdruck zerquetschen wie eine Wanze. Halb so wild. Reg dich ab. Ist das vielleicht kein Grund, sich aufzuregen? In dieser Blechbüchse hier unten rumzugondeln. Wonach suchen wir überhaupt? Wir suchen nach Sachen, die hier dumm rumliegen. Entschuldigt, dass ich euch den Spaß verderbe, aber wir gehen nach oben. Pit will runter. Vielleicht hat ihr mehr Glück als wir. Irgendwas da unten? Nein, bis jetzt nicht. Womit wir gleich beim Thema sind. Ich finde, man sollte den Jungs in den Booten sagen, wonach wir suchen. Das stärkt die Moral. Hast recht, wird Zeit. Wir werden heute Nachmittag eine Besprechung abhalten. Wir haben Besuch bekommen. Schon gemerkt? Ja, Hammer und Sichel sind nicht zu übersehen. Das sieht nach einem Forschungsschiff aus. Dann hat es wahrscheinlich nur ein halbes Dutzend Geschütze an Bord. Ach, die schnüffeln noch rum. Wir wissen nicht, was wir vorhaben. Sagen wir noch nicht. Deep Quest, hier Starfish. Habe Sonarkontakt in Sektor 26, Tiefe 12.700 Fuß. Erbitte Erlaubnis, tiefer runterzugehen. Hier Deep Quest, negativ. Bleiben Sie auf Ihrer Tiefe. Sie sind nur für 12.000 Fuß zugelassen. Wir werden es checken. Sektor 36 abgeschlossen. Kein Kontakt. Ende. Deep Quest an Starfish. Bitte vervollständigen Sie Sonarsuche Sektor 33 bei Maximaltiefe von 12.000 Fuß. Hier ist Starfish. Verstanden. Ende. Zentrale. Tiefenlimit von 12.000 Fuß nicht überschreiten. Ende.
Wasser, hier ist Starfish! Zentrale an Brücke. Brücke, ich höre. Starfish meldet Wassereinbruch. Warten auf weitere Informationen. Öffnen Sie die Auftriebsventile! Auftriebsventile geöffnet! Zentrale, hier ist Starfish! Wir versuchen aufzutauchen! Ich wiederhole, hier ist Starfish! Wir versuchen aufzutauchen! Ober! Starfish! Zentrale, hier ist Starfish! Die Leitung ist tot! Starfish! Starfish, hier ist die Zentrale! Verdammt! Wir haben den Kontakt verloren. Wo ist die Turtle? Auf 11.000 Fuß nähert sich der Position von Starfish. Hier ist Turtle. Wir haben Sichtkontakt zu Starfish. Sie sinkt schnell. Sie müssen Ballast abwerfen. Wir haben zu viel Wasser genommen. Hau auf den Notschalter! Bring das verdammte Ding endlich runter! Ich versuch's ja! Zentrale, Starfish ist gerade implodiert. Bitten um Erlaubnis aufzutauchen. Ja, Klink. Ja. Kommen Sie rauf. Dr. Silverstein und ich haben die Daten komplett überarbeitet. Ach Blödsinn, die Story kenne ich. Hören Sie schon auf damit. Während Sie hier an Ihren Computern rumspielen, haben wir uns 5 Wochen lang da draußen rumgetrieben. Und statt etwas zu finden, haben wir etwas verloren. 3 tüchtige Männer. Wahrscheinlich hat er die Antwort gefunden. Bitte. Die neuen Berechnungen basieren auf einer Theorie, dass alle gemeldeten Positionen kleine Abweichungen beinhalten. Außerdem hatten wir versäumt, den Schornstein mit einzubeziehen, der abgebrochen ist, als die Titanic untergegangen ist. Wir haben hier ein Modell des Ozeanriesen, das maßstabgerecht seinen Abmessungen und auch seinem Gewicht entspricht. In 2 Experimenten ist die Kurve des Schiffes nicht mehr als 1/10 Grad von unseren Berechnungen abgewichen und genau da gelandet, wo Ihre Tauchboote es gesucht haben. Dann haben wir es ohne diesen Schornstein sinken lassen und sind auf eine völlig andere Position gestoßen. Wir haben diesen Versuch 400 Mal durchgeführt und jedes Mal landete es fast auf den Zentimeter genau an ein und derselben Stelle. In 400 Versuchen. Volltreffer. Laut Berechnung liegt die Titanic etwa 10 Meilen südöstlich vom bisherigen Suchort. 10 Meilen? Das heißt, wir müssen die ganze Bergungsoperation an den neuen Standort verlegen. Na, das ist aber nicht so leicht. Sie können den Standort nicht auf bloßen Verdacht hin um 10 Meilen verlegen. Möglicherweise liegt die Titanic mitten in der Region, die wir auslassen. Dann werden wir sie finden, wenn wir uns zurückarbeiten. Was soll das heißen, wenn wir uns... Haben wir denn eine andere Wahl? Weniger Erfolg können wir nicht haben. Ich liege bestimmt richtig mit der neuen Position. Das bezweifle ich keine Sekunde. Das hoffe ich. Noch ein paar Wochen unter Wassereinsatz und die Tauchbootbesatzung jagen Sie mit der Harpune.
Unter uns muss irgendwas Metallisches sein. Der Metalldetektor zeigt an. Dranbleiben, gib uns die Position. Ich habe es. Es ist genau unter uns. Wir halten hier die Stellung. Bleib am Magnetometer. Gib laut, wenn du was siehst. Augenblick mal. Was ist? Gibt's was? Ja, sieht so aus. Auf 30 Grad. Siehst du das komische Ding dort? Es liegt zwischen den beiden Steinbrocken. Gut. Greifarm ausfahren. Ganz langsam. Ich hab's. Was ist es? Sieht wie eine Trompete aus. Darf ich mal sehen, Dr. Vogel? Ja, natürlich. Hier, bitte. Überreicht an Graham Fawley von der dankbaren Geschäftsleitung der White Star Line. Also die White Star-Leute haben ihre Akten durchforstet. Wie sich herausgestellt hat, fuhr Graham Fawley über 3 Jahre lang als Musiker auf der Olympic. Dann wurde er versetzt. Graham Fawley war einer der Trompeter im Orchester der Titanic. Ist das ganz sicher? Ja, völlig sicher. Es ist alles genauestens belegt. Das bedeutet, wir suchen am richtigen Platz oder sind ganz in der Nähe. Hiernach zu urteilen, muss der Zustand des Schiffes auch sehr gut sein. Vorsicht, Freundin, und macht nicht gleich den Champagner auf. Die Richtung stimmt, aber... Wir suchen nicht nach einer Trompete, sondern nach einem Ozeanriesen, von dem wir bisher nur vage vermuten können, wo er ist. Wo ist die Titanic? Hat sie uns jemand geklaut? Das ist sehr beunruhigend. Sind diese Quellen auch wirklich zuverlässig? Absolut, ja. Ist ein solches Verteidigungssystem überhaupt möglich? Wir haben diese Frage unserem Stab von Militärwissenschaftlern in Moskau vorgelegt. Sie sagen, es ist durchführbar. Erfordert aber eine ganz enorme Energiequelle. Und diese Energiequelle liegt Ihrer Meinung nach im Laderaum der Titanic? Alle Anzeichen deuten darauf hin, ja, ich glaube es. Funkraum an Brücke. Brücke, ich höre. Captain, wir haben wieder diese Störung auf dem 3-Meter-Band. Roger, nehmen Sie es auf. Ja, Sir, aber wir entdecken kein System. Es klingt wie statisches Rauschen, ist nur auf einer Frequenz zu hören. Informieren Sie uns, wenn es aufhört. Aye, aye, Sir. Was hatte denn das zu bedeuten? Wir empfangen ab und zu eine sehr seltsame Störung. Die Schenectady und die Carpenter hören es auch, aber leiser als wir. Seacliff, spielen Sie verrückt? Sie haben was gefunden. Was? Keine Ahnung, aber Ihr Sonar schlägt kräftig aus. Seacliff, hier ist Pitt. Was gibt's? Hier ist Seacliff. Ich glaube, wir haben was aufgespürt. Unser Metalldetektor spielt verrückt. Gut, bleibt dran, wir kommen rüber. Seacliff, hier ist Deep Quest. Wir haben Sie in Sicht auf 90 Grad. Hier ist Seacliff, Roger. Haben Sie jetzt Sonarkontakt mit dem Ziel? Roger, wir sind ziemlich nah. Einfach fantastisch. Da ist es, genau vor uns. Es ist rund. Sieht aus wie ein Zylinder. Können Sie es identifizieren, Bohannon? Das ist schwierig, Sir. Es ist völlig verkrustet.
Hey Jungs, ich flipp aus, das ist ein Schornstein. Tatsächlich. Das muss es sein. Sieht aus, als ob Seagram recht hat. Zentrale, hier ist Deep Quest. Wir haben was gefunden, einen von den Schornsteinen. Markieren Sie die Position. Hier, Zentrale. Position markiert. Ende. Was denken Sie, Sir? Ich glaube, die Fährte ist richtig. Jawohl. Seacliff, haben Sie Kontakt? Negativ. Bleiben Sie auf diesem Kurs. Was sagt der Metalldetektor? Schweigt sich aus. Seht euch das an! Was ist das, verdammt nochmal? Da geht es in die Ewigkeit. Die Quest an Zentrale. Wir müssen noch tiefer runtergehen. Ich verrate euch was, diese Senke steht auf keiner Karte. Jetzt alle denselben Gedanken. Allerdings, wenn sie da unten steckt, konnten wir sie bisher nicht finden. Hey, wir haben wieder was. Quest, hier ist Seacliff. Sehen Sie sich das an. Wir empfangen starke Signale auf allen Geräten. Roger, Seacliff, wir auch. Kommt langsam hierher. Spielt verrückt. Deep Quest, hier ist Seacliff. Haben wir es etwa doch geschafft? Worauf ihr euch verlassen könnt, Jungs. Geht näher ran. Da drüben liegt unser Hauptgewinn. Ich werde verrückt. Thank you.
Sie irren sich bestimmt nicht? Nein, absolut nicht. Die Meldung kommt von unserem Schiff, das die Arbeiten überwacht. Also gut. Sie werden jetzt Folgendes tun. Sie lancieren eine Meldung an die richtige Zeitung. Sie wissen, welche ich meine. Und ich möchte, dass Admiral Sandeckers Leistung ganz besonders hervorgehoben wird. Eine Frage, Genosse. Nur die Titanic-Story? Nein. Die Byzantium-Geschichte auch. Mal sehen, was für eine Erklärung die uns dann auftischen werden. Wird erledigt. Wie der Washington Star in seiner heutigen Ausgabe meldet, ist die Titanic, die auf ihrer Jungfernfahrt am 14. April 1912 gesunken ist, gefunden worden. Sie liegt in einer Tiefe von über 2 Meilen. Offizielle Erklärungen gibt es noch nicht. Aber eins ist sicher. Die Fantasie von Millionen Menschen wird damit neue Nahrung bekommen. Zu viele Geheimnisse ranken sich um dieses Unglück. Es gibt Gerüchte, dass die Navy das Schiff heben will. Warum und wieso ist im Augenblick noch nicht bekannt. Vielleicht hängt es zusammen mit einem Verteidigungsplan, bekannt als das Sizilianische Projekt. Es ist auch der Name eines fast unbekannten Minerals im Spiel, dem von Experten kriegswichtige Bedeutung beigemessen wird. Byzantium. Hier ist Chandler Wanako in Washington. Selbstverständlich, die Story habe ich geschrieben. Die ist von mir. Warum sollte ich nicht? Die Information kam rein und ich habe sie verarbeitet. Das ist mein Job. Prima, und was ist mit meinem Job? Es sieht doch so aus, als ob ich der Informant bin. Jeder hier wird das doch denken. Was interessiert uns denn, was die anderen denken? Ich weiß, dass ich es nicht von dir habe und du weißt es auch. Ich kann es doch gar nicht mit dir in Verbindung bringen. Ich weiß ja immer noch nicht, was du beruflich machst. Willst du andeuten, dass die Story wie ein Vögelchen herangeflattert ist? Nein, das will ich nicht andeuten. Ich habe sehr viele eigene Quellen. Das ist der springende Punkt. Wer hat es dir gesagt? Ich kann es dir nicht sagen und ich will es dir nicht sagen. Das weißt du auch. Dana, die Sache ist verdammt wichtig. Falls es ein Leck gibt, müssen wir stopfen. Was meinst du mit einem Leck? Wieso musst du immer so maßlos übertreiben? Du weißt, was ich meine. Es war ein Geheimnis. Nur ganz wenig Leute in Washington wussten davon. Nur der engste Kreis wusste Bescheid. Und nur ein Insider kann dich informiert haben. Busby? Oder Nicholson? Oder dein alter Freund Pitt? Natürlich. Er hat's dir gesteckt. Jetzt verstehe ich dich endlich. Du bist eifersüchtig. Sekunde, du hast meine Frage nicht beantwortet. Das ganze Theater ziehst du also nur wegen Pitt ab? Hey, kein Unsinn. Ha, von wegen Unsinn. Seitdem du weißt, dass ich ihn kenne, suchst du nur einen Grund, verrückt zu spielen. Du bist in deiner Eitelkeit gekränkt. Ach, der Bursche ist doch überhaupt kein Problem für mich. Du weißt gar nicht, wohin mit dir vor Wut. So sauer bist du. Was? Also, damit die Sache ein für alle Mal aus der Welt ist. Dirk und ich haben 2 Jahre zusammen gelebt und ich war wahnsinnig verrückt nach ihm. Ist ja fantastisch. Ist wirklich fantastisch. Aber wenn du so verrückt nach ihm warst, warum seid ihr da nicht zusammengeblieben? Weil ich damals dumm war. Und es immer noch bist. Idiot. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich hab's nicht so gemeint. Moment! Ja, Sie bitte. Wird der Rumpf nach so langer Zeit nicht total verrostet sein? Das nehmen wir nicht an. In einer Tiefe von mehr als 2 Meilen enthält das Wasser nur wenig Sauerstoff. Und es ist sehr kalt. Es gibt weniger zerstörerische Meeresorganismen. Der Schiffskörper kann in gutem Zustand sein. Eine Frage! Ja, Sie? Die Titanic ist gesunken, weil ein Eisberg ihren Rumpf aufgeschlitzt hat. Glauben Sie, dass sie trotz dieses Riesenlecks schwimmfähig ist? Natürlich nicht. Daher werden wir es vorher mit Metallplatten abdichten. Im nächsten Arbeitsgang füllen wir die unten im Rumpf gelegenen defekten Kammern mit einem synthetischen Schaumstoff. Diese Kammern meine ich. Der Schaum wird mit gewaltigen Schläuchen eingebracht von unseren Unterwassercrews.
Wenn das geschieht, wird das Wasser aus dem Schiffsrumpf herausgedrückt. Das ergibt dann 22.000 Tonnen Auftrieb. Sir, bringt allein der Schaum die Titanic wieder an die Oberfläche zurück. Nein, wir brauchen noch zusätzlichen Auftrieb und der wird geliefert von diesen Tanks. Gefüllt mit Hydrozingas. Diese Behälter werden außen am Rumpf angebracht. Hintereinander. Dann werden wir eine Reihe von Sprengladungen unter dem Wrack platzieren. Und wenn die detonieren, wird sich das gewaltige Schiff von dem enormen Bodensog lösen und die Titanic kommt an die Oberfläche. Was wird geschehen, wenn sie gehoben wird? Dann geben wir eine neue Pressekonferenz. Ich danke Ihnen. Information ist zu dürftig. Können oder wollen Sie uns nicht sagen über dieses Byzanium? Ich meine, wie passt das in diese ganze Operation? Sie haben alle Informationen, die ich Ihnen geben konnte, bekommen. Man sagt, es setzt mehr Energie frei als Plutonium. Stimmt das? Dazu habe ich nichts weiteres zu sagen. Und was ist das sizilianische Projekt? Ist das nun ein Codename für ein Verteidigungssystem oder für eine Superbombe von ungeahnter Stärke? Kein Kommentar. Ist es wahr, dass eine Byzaniumbombe 1000-mal stärker ist als die Bombe von Hiroshima? Ich bitte Sie. Alles, was ich Ihnen sagen konnte, habe ich Ihnen gesagt. Bitte, Sir! Wahrheit! Was meinen Sie? Ich weiß nicht, ob ich das für einen Code halten soll. Weißt du, die Aufzeichnungen, die wir gemacht haben, sind von besserer Qualität als die der Schenectady und Carpenter. Klingt fast, als hätte das Signal oder was immer es ist, seinen Ursprung hier auf der Denver. Worauf du dich verlassen kannst. Hast du schon was von der Abwehr gehört? Sandecker hat gesagt, er bringt den Bericht morgen mit. Willkommen, Admiral. Schön, euch zu sehen. Hallo, Captain. Tag, Sir. Howard Merker. Was steht da über ihn? Merker ist in Ordnung. Ja? Hat eine gute Führungsakte. Er war als Ziviltechniker in Vietnam, wurde geschnappt und war 2 Jahre lang in Gefangenschaft. Ein weiteres Jahr in Japan, um sich zu erholen. Seine Frau ist Japanerin. Ja, so steht es da. Nur ist sie keine Japanerin. Die Frau stammt aus Nam Dinh. Ihre Familie lebt noch in Haiphong und ihr Bruder arbeitet für den nordvietnamesischen Geheimdienst. Wie konnten wir so etwas bloß übersehen? Ja, den haben sie uns untergejubelt. Da hat jemand bei uns geschlafen.
Vielleicht dürfen Sie mal mit uns runter. Ich dachte, es klappt nie. Das dachte ich auch. Naja, beim ersten Mal ist es doch immer am schönsten. Habe ich recht? Ich hatte es mir etwas anders vorgestellt. Das mal an. Er hängt in den Aufbauten fest. Wir werden Hilfe brauchen. Rufen Sie Deep Quest. Deep Quest, hier ist Turtle. Wir brauchen bei diesem Tank Hilfe. Er hängt in den Aufbauten fest. Hier, Deep Quest, verstanden. Bin gleich da. Es kann losgehen. Fahrt die Greifer aus. Machen wir. Hier ist Deep Quest. Wir haben uns eingeklinkt. Hier ist Turtle. Ihr zieht. Wir schieben. Er bewegt sich. Das Ding scheint irgendwo festzuhängen. Die Quest haben alle, wir stecken in der Scheiße. Den Greifarm rein! Die sind bis zum Arsch eingeklemmt, so ein Dreck! Komm schon, Baby. Beweg deinen Hintern, Schätzchen. Hol deinen Daddy hier raus. Defekt in der elektrischen Anlage. Batteriesäure läuft aus. Gasmasken aufsetzen. Unser Winkel ist zu steil. Die Säure aus unseren Notbatterien läuft auch aus. Damit haben wir die Hälfte der Energie verloren. Stell den Saft ab. Wir gehen nach oben. Bohannon, kommen Sie hier rüber und bleiben Sie bei der Deep Quest. Roger, sind schon unterwegs. Wie sieht's da unten aus? Nicht gut. Seagram hat sich einen scheiß Tag ausgesucht. Er ist Wissenschaftler. Wer hat ihm eigentlich erlaubt, da unten das zu machen? Das war meine Schuld. Erzähl, was passiert ist. Na, die stecken da unten im Rum fest, wie ein alter Korken in einer Flasche. Sie kämpfen gegen die Zeit. Sie haben die Hälfte ihrer Batterieenergie verloren. Und die Luft wird ihnen knapp. Es dürften ihnen noch 6 Stunden bleiben. Gibt's keine Alternative? Ja, nur eine. Wenn wir die Jungs nicht allein raufbringen können, dann bringen wir sie eben mit der Titanic rauf. In 6 Stunden? Wie denn? Tag X ist erst in 2 Wochen.
Der Tag X wurde soeben geändert. Die Sache läuft folgendermaßen. 80 Ladungen, jede von ihnen enthält 100 Pfund Sprengstoff, setzen wir an diesen Punkten hier an. Warum schütteln Sie den Kopf? Weil mir schlecht wird. Die Ladungen enthalten das Doppelte der geplanten Menge. Wenn etwas schief geht, verlieren wir 4 Männer. Aber wenn wir es nicht versuchen, verlieren wir sie auch. Sie haben 2 Chancen zu sterben und eine zu überleben. Also gut. Wir zünden zuerst eine Ladung an der Steuerbordseite. 8 Sekunden später die erste an der Backbordseite. Nach weiteren 8 Sekunden wieder eine an Steuerbord. Wir wechseln bei den Explosionen immer die Seiten, sodass wir eine Schaukelbewegung erzielen, die den Rumpf aus dem Schlamm löst. Sag mal, wäre es nicht besser, eine extra starke Ladung unter dem Bug anzubringen? So lösen wir ihn mit einem Ruck. Zu gefährlich. Auf meine Art ist das Risiko für die 4 Männer kleiner. Kohlendioxidgehalt nimmt zu. Können Sie etwas mehr Sauerstoff geben? Nein, kann ich nicht. Wir wissen nicht, wie lange wir damit auskommen müssen. Und je weniger wir reden, umso länger kommen wir aus. Sie sagen es. Also setzen wir uns einfach hin und entspannen uns. Okay, scharf machen. Roger. Zentrale, hier ist Seacliff. Sprengladungen entsichert. Alles klar. Zentrale, hier ist Turtle. Alle Ladungen entsichert. Seacliff, Turtle, unsere Aktion ist beendet. Komm nach oben. Hier ist Turtle. Geschätzte Ankunftszeit, Oberfläche 1305. Verlassen jetzt die Titanic. Countdown beginnt. Countdown beginnt, aye aye, Sir. An alle Stationen. T-50. Hydrozin-Generatoren aktivieren. Zünden!
verrückt geworden? Was machen die da? Die versuchen uns freizusprechen. Werden sie es schaffen? Wenn das schief geht, wird's uns umbringen. Sie rührt sich nicht, verdammt nochmal! Na los, beweg dich! Was war denn das? Spätzündung, Sir. Das waren die beiden letzten Sprengladungen. Jetzt können wir sagen, sie bewegt sich doch. Thank you.
Prachtvolle alte Lady, was meinen Sie? Ja, nicht zu fassen. Da ist sie endlich. Ja. Aber wo steckt die Deep Quest? Die Sprengladung haben sie wahrscheinlich losgerissen. Da ist sie.
Komm schon rüber mit den Schläuchen! Sind die Pumpen schon an Bord? Kommt mit dem nächsten Hubschrauber! Okay, da bereitet alles vor. Ja! Nichts zu machen, Sir. Alle Luken sind völlig verklemmt. Ja, darunter kommen wir nur mit Dynamit. Ja. Gut, vergesst es. Aber lasst die Pumpen laufen. Aye, aye, Sir. Wir haben nicht die richtigen Geräte. Wir werden das in New York machen. Was geht denn da vor? Wo will die Carpenter hin? Notruf! Ein Frachter ist in Seenot! Verdammt, wir sind selber in Not! Wir brauchen das Schiff! Wir können einen Notruf nicht ignorieren. Jetzt werde ich Ihnen mal was sagen. Nach der Wettervorhersage erwartet uns Windstärke 12. Die Russen hängen uns an den Ärschen und wir sitzen auf einem Schiff, das ein geborener Verlierer ist. Wir sitzen in der Scheiße. Von dem russischen Schiff. Sie fragen an, ob Sie uns einen Mann rüberschicken dürfen, einen Kapitän Prevlov. Und was soll das? Nun, Sie bieten uns Ihre Hilfe an, sollte das Wetter schlechter werden. Gut, genehmigt. Kapitän Prevlov darf an Bord. Ja, Sir. Glauben Sie wirklich, dass wir das tun sollten? Ich finde ja. Hören wir uns an, was Sie zu sagen haben. Ich darf vorausgehen. Ich freue mich, Sie auf der Titanic begrüßen zu können. Ich danke Ihnen.
Da Ihre Begleitschiffe zurzeit aus verschiedenen Gründen nicht anwesend sind, bieten wir Ihnen an, sie im Fall einer Notlage aufzunehmen. Unser Hubschrauber kann Sie auf unser Schiff bringen. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Aber was passiert mit der Titanic, wenn wir Ihr Angebot annehmen? Ein verlassenes Schiff auf offener See. Dass Sie sich dann einfach unter den Nagel reißen. Nein, wir sind doch keine Piraten. Auch für uns gelten die internationalen Bergungsgesetze der Schifffahrt. Das ist doch Unsinn. Wir wissen von dem Byzanium, das vor vielen Jahren aus einem Bergwerk des zaristischen Russland gestohlen wurde. Glauben Sie mir, Gentlemen, dass wir alles tun werden, um das zurückzubekommen, was moralisch und rechtlich uns gehört. Die Michail Gurkow ist ein Torpedoboot. Wenn der Kapitän nicht in 5 Minuten ein Signal von mir erhält, versenkt er dieses Schiff. Und wenn Sie das Byzanium bekommen, was dann? Es ist wertlos für Sie ohne das... Das sizilianische Verteidigungssystem? Es ist nicht wertlos. Wenn dieses Mineral der Grundstoff für die Produktion einer überlegenen Waffe ist, dann muss die Sowjetunion es haben, zum Schutze des Weltfriedens. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass unsere Aufrüstung einzig und allein der Verteidigung dient. Tja, Ihre kostbare Zeit verrinnt, Gentlemen. Okay, Pravlov, ich werde Ihnen was verraten. Wir wussten, dass Sie bei uns an Bord erscheinen und uns diesen Trick servieren würden. Dirk? Hier ist Pitt. Zeigt uns mal eure Überraschung. Genosse Kapitän, ich zeige Ihnen mal was. Kleiner Trick aus unserer Zauberkiste, gefällt er Ihnen? Nicht schlecht. До свидания.
Das wär's. So. Kein Tropfen Wasser drin. Wasser und luftdicht verschlossen. Gewissermaßen Vakuum verpackt. Vorsicht! Oh Gott. Und das ist Arthur Brewster, freiwillig untergegangen mit der Titanic. Okay, holt jetzt bitte die Kisten raus und brecht sie auf. In allen Kisten ist Schotter. Kein Byzanium. Das verstehe ich nicht. Ein toter Mann und 7 Kisten mit Steinen. Arthur Brewsters Papiere. Wir wissen, dass das Byzanium existiert. Und dass Brewster es hatte. Also muss es irgendwo sein. Die Arbeit von vielen Jahren war umsonst. 3 Männer sind tot und das ganze sizilianische Projekt hat nur noch Schrottwert. Ich frage mich, was wir falsch gemacht haben. Ich möchte wetten, dass es eine Antwort gibt, aber ich kenne sie nicht. Ich bin genauso enttäuscht wie Sie und ich hasse es, eine angefangene Sache wieder aufzugeben. Aber manchmal hat man einfach keine Wahl. Hören Sie zu. Vielleicht hilft es Ihnen drüber weg. Ich verrate Ihnen jetzt etwas, was ich nicht einmal mir selbst eingestehen wollte. Auch wenn das Byzanium in den Kisten gewesen wäre, hätten wir es vielleicht gar nicht behalten dürfen. Ich glaube nämlich nicht, dass man es nur für Verteidigungszwecke benutzt hätte. Aber der Präsident hat es garantiert. Ja, das ist wahr, aber Präsidenten sind nicht ewig im Amt. Abgesehen davon können sich die Umstände ändern. Was meinen Sie damit? Nehmen wir an, es bricht ein Krieg aus im Nahen Osten oder irgendwo in Asien. Und man bombardiert Pakistan oder Kambodscha. In gewisser Weise hängen wir mit drin. Was hat das denn mit dem sizilianischen Projekt zu tun? Nichts. Auf den ersten Blick. Ich meine damit, die Wissenschaftler denken immer weiter. Und zurzeit entwickeln sie die Voraussetzungen für den Bau einer Byzaniumbombe. Das kann doch nicht der Ernst sein. Was soll das heißen? Sie haben es gewusst? Ja, in 3 Teufelsnamen, welchen Sinn hatte dann diese verdammte Operation? Das werde ich Ihnen sagen. Ich habe an das geglaubt, was wir getan haben. Und wenn es schon nicht für Verteidigungszwecke verwendet werden sollte, sondern für den Bau einer Byzaniumbombe, dann wollte ich, dass wir es tun. Ich kann das alles nicht fassen. Er denkt genauso wie Sie. Leider verstehe ich Ihre Denkweise nicht. Ihr beiden seid Zyniker. Ihr haltet das alles für ein lausiges Spielchen. Wenn ich geahnt hätte, was Sendiger weiß, hätte ich dieses Scheißprojekt niemals angefasst. Ich bin heilfroh, dass wir den Mist nicht gefunden haben. Sieh an. Okay. Aber so leicht lasse ich Sie in diesem Fall nicht von der Angel, mein Freund. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Sehen Sie sich das mal an.
Eine Postkarte. Na und? Sehr richtig. Eine englische Postkarte, die uns vertraut ist. Brewster hat sie gekauft und in seiner Brieftasche aufbewahrt. Sehen Sie sich doch das Kleingedruckte auf der Rückseite mal an. Kommen Sie, lesen Sie. Eine typische Landkirche mit einem Friedhof in der Grafschaft Hampshire, nahe dem Dorf Southby. Southby? 20 Meilen entfernt von Southampton. Wir haben uns geirrt. Southby ist kein Mensch, sondern eine Gemeinde. Dankt Gott für Southby. Jake Hobart, Ruhe in Frieden. Verflucht sei, wer diese Gebeine anrührt. Das ist das Grab. Jake Hobart. Ich hole die Schaufel. Gestatten Sie? Achtung. Sollen wir ihn nicht ausgraben? Ich weiß nicht. Diese Frage beantwortet Ihnen besser Dr. Seagram. Es ist Ihre Entscheidung. Ich kann Ihnen da nicht helfen. Sollen wir ihn nun ausgraben? Nein. Zu lachen. Ich kannte mal ein Mädchen. Was denn, nur eins? Jahre später bin ich ihr wieder begegnet und sie sagte, was ist bloß los mit dir? Du wolltest doch mal die Welt verändern. Was haben Sie ihr geantwortet? Dass die Welt sich dagegen gesträubt hat. Ist das meine heutige Lektion? Die letzte. Die Vorlesungen sind zu Ende. Sie meinen, die Schule ist aus? Ja, jetzt beginnt der Ernst des Lebens, Professor.